Gentlemen, ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und heute sind wir hier bei Mega Mansion Tycoon. Yeah, das sehen wir da schon im Hintergrund. Und oh mein Gott, es gibt schon einige Mansions hier in der Nähe. Unsere Mansion haben wir noch nicht angefangen, aber ich habe fleißig an meinem Briefkasten gewartet, dass sich da schon mal ein bisschen Geld sammelt. Und das gehen wir jetzt erstmal abholen. Zack, und wir haben $7,746. Damit können wir starten, unsere Mansion zu errichten. Wir haben gerade etwas Land gekauft. Aha, da ist jetzt so eine kleine Erhebung erstanden. Sehr, sehr gut. Wir kaufen direkt mal gleich so einen Weg, der dann da hochführt. Und hier vorne können wir uns eine Einfahrt holen. Ich habe gehört, dass die Mega Mansion ultra, ultra groß sein soll. Das soll das größte Gebäude sein, was man in Roblox überhaupt bauen kann. Als Tycoon, oh mein Gott, ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir diese Mansion hier beenden. Ich will das Ganze unbedingt heute zu Ende bringen, Freunde. Ich will heute diese Mega Mansion errichten und mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Der Parkplatz hier kostet nur schlappe 25.000. Hier können wir uns Boden kaufen für $67. Eine Tür für 120, das wird wahrscheinlich unsere Eingangstür sein. Und sie funktioniert noch nicht. Sie geht noch nicht auf. Wir können uns Fenster kaufen für $187. Okay, jetzt haben wir da ein paar Fenster. Noch ein paar mehr Fenster. Und noch mehr Fenster. Da vorne fährt gerade schon ein Sportwagen lang. Was? Wie cool ist das denn? Ich will auch so einen Wagen haben. Mit weiteren $7,000 können wir uns jetzt unsere erste Wand kaufen. Und unsere zweite. Neuen Boden. Das wird unser Wohnzimmer. Oh, das ist alles richtig teuer. Oh yeah, dieser Sitzsack ist wirklich wahnsinnig bequem. Nice, unser Wohnzimmer ist fertig, Freunde. Wir haben hier so eine Art Kamin, so einen ganz langen Kamin, irgendwie voll schräg. Dann haben wir hier vorne einen Schrank, hier mega große Couch. Ja, eine Mega Mansion braucht eine mega große Couch. Einfach damit richtig viele Leute raufpassen. Hier ein paar Sessel, da die Sitzsäcke. Richtig cool. Ich würde sagen, wir können uns jetzt erstmal Geld holen. Mal sehen, wie viel wir auf dem Konto haben. 38.000. Als nächstes können wir mit dem Zimmer weitermachen. Ich glaube, das wird die Garage. Garagentor! Schränke, Lichter, ein zweites Garagentor. Und damit ist die Garage auch schon fertig. Das Einzige, was uns hier noch fehlt, ist ein Auto. Und das können wir uns auch direkt holen. Und zwar ein grünes Auto. Autos gekauft. Zack, spawnen. Auf dem ersten Slot. Und damit haben wir unser erstes Auto. Wir können das färben. Yes. Okay, das wird direkt erstmal pink. Perfekt. 11% der Mega-Villa haben wir schon fertig. Und deswegen würde ich sagen, wir setzen uns jetzt erstmal ans nächste Zimmer direkt. Eine Arbeitsfläche. Das scheint also irgendwie eine Art Arbeitszimmer zu werden. Oder die Küche. Oh mein Gott, wie cool. Das ist voll bunt hier. Ich glaube, das wird die Küche. Hier kann man noch eine Tür kaufen, Fenster und Treppen. Ja, den Weg hätte man vielleicht auch so geschafft. Und den Draußenbereich. Da das hier jetzt wirklich ein Arbeitsbereich ist, frage ich mich, wo die Küche hinkommt. Denn, wie wir alle wissen, ist die Küche der wichtigste Raum. Nein, Entschuldigung. Der Kühlschrank ist der wichtigste Raum in jeder Wohnung. Ich glaube, die Küche kommt auf jeden Fall nicht hier unten hin, weil hier unten kommt jetzt erstmal eine Kegelbahn hin. Oder eine Bowlingbahn. Hier haben wir Bowlingbälle. Hier vorne die Bowlingbahn. Und natürlich Lichter. Und jetzt haben wir einfach eine hauseigene Bowlingbahn. Damit ist die erste Etage unserer Villa auch schon abgeschlossen. Und wir können uns hier das Treppenhaus kaufen zur zweiten Etage. Wände, Böden und ich denke, hier kommt die Küche hin. Was für ein Ausblick haben wir denn hier bitte? Oh mein Gott, wir haben sogar einen eigenen Wasserfall. Wie cool ist das denn? Alright, wir haben auf jeden Fall eine Außenterrasse jetzt hier gebaut. Das ist scheinbar unser Esszimmer, denn hier sind eine ganze Menge Stühle, wo Leute essen können. Das heißt, hier ist eine kleine Chill-Out-Area mit einem Fernseher. Sehr cool. Hier können wir Wände hinzufügen. Hier ebenfalls. Geld haben wir auf jeden Fall gerade genug. Sehr, sehr cool. Okay. Hier Lichter. Ein weiterer Wasserfall. Hä, das sieht richtig cool aus. Und hier gibt es einen weiteren Raum, den wir errichten können. Und der hat sogar einen Kamin. Und einen Fernseher. Können wir den anmachen? Wir können einfach den Fernseher anmachen. Hier kann man eine Toilette bauen. Ich glaube, das ist auch dringend notwendig, weil davon haben wir noch nicht allzu viele hier in diesem Haus. Und jede große Mansion muss natürlich mehrere Toiletten haben. Yes! Und eine Toilettentür. Und hier kommt endlich die Küche hin. Mit Arbeitsflächen, einer Kücheninsel. Oh no, wir müssen Stühle kaufen. Stühle sind voll teuer. Aber damit ist der Esstisch fertig. Wir können uns Lampen, Fenster, weitere Barstühle,
eine Decke, einen Teppich und natürlich Lichter kaufen, damit wir hier ein bisschen Licht haben in der Küche. Und damit ist unsere Küche vollendet. Und das wäre natürlich keine echte Megamansion ohne eine Angestelltenküche. Als ob ich selber koche. Unsere Megamansion ist schon richtig beeindruckend. Wir haben Wohnzimmer, wir haben die Garage, eine Bowlingbahn, hier ist ein Arbeitsbereich, oben einfach mehrere Ecken, wo wir chillen können. Richtig cool. Und ich würde sagen, wir wagen uns jetzt hier an die nächste Area. Ich frage mich, was das wird. Wir haben hier so eine kleine Art Schrank. Nein, es wird ein Fitnessraum. Wir können hier Bankdrücken machen. Und wir haben Hanteln da. Yay, ich stemme 500 Kilo, Leute. Kein Problem. Das wird ein Schlafzimmer. Yes. Unser erstes Schlafzimmer. Wir haben ein Bett bekommen. Eine Kommode, Nachtschränke, ein paar Lampen. Hier fehlt uns noch ein Stuhl. Ein Fernseher natürlich. Eine Decke und Lichter. Plus, ich denke mal, hier kommt ein Badezimmer rein. Nein, das wird das Ankleidezimmer. Wobei, auf dieser Seite des Zimmers ist tatsächlich ein Badezimmer. Also im Grunde haben wir beides. Hier geht's weiter. Ich schätze mal, dass hier auch noch ein Schlafzimmer reinkommt. Nein, wir haben ein privates Kino. Das muss ich unbedingt mal anschalten. Wow. Hier ist noch ein weiterer Raum. Und die Sachen werden schon richtig teuer. Ich meine, Wand für 16.000. Aber dafür ist hier ein weiteres Bett. Und wir haben quasi ein weiteres Schlafzimmer bekommen. Hier vorne geht's weiter. Ich frage mich, was jetzt hier hinkommt. Weil irgendwie haben wir ja wirklich schon mehr, als jeder Mensch irgendwie brauchen könnte. Ah, ich glaube, hier kommt jetzt eine Terrasse hin. Ein Baldachin. Wie gechillt ist das denn bitte hier? Wenn hier Poolstühle hinkommen, wo ist dann der Pool? Da, für 25.000. Hä, wir können einfach von unserem Wohnzimmer unten in den Pool schauen. Ich glaube, die Etage der Villa ist jetzt auch schon fertig. Und hier vorne haben wir das Treppenhaus, das uns in die nächste Etage führt. In dieser Etage können wir uns als erstes den Boden kaufen. Hier können wir uns noch mehr Boden kaufen und Wände und natürlich wieder Boden und noch mehr Boden. Und das ist ganz schön teurer Boden. Freunde, wir sind mittlerweile Millionäre, ja? Wir haben ja 1,2 Millionen Dollar gerade auf dem Konto. Und yeah, das wollen wir natürlich verprassen für unsere wunderschöne Luxusvilla. Weil hier wollen wir ja schließlich auch leben. Und deswegen muss sie natürlich entsprechend luxuriös werden. Ein paar Lichter. Und hier entsteht ein weiteres Zimmer, was das wohl werden wird. Nein, es wird mein Gaming-Zimmer. Nice. No way, wir haben ein Gaming-Zimmer. Hier kann ich aufnehmen. Guckt mal, hier sind sogar so eine coolen Paneele an den Wänden, die den Schall schlucken. Ich habe sowas wirklich in meinem Gaming-Zimmer. Richtig cool. Allerdings, so nice sieht mein Zimmer auch nicht aus hier. Das leuchtet alles so schön pink hier drin. Oh mein Gott. Hier geht's auf jeden Fall direkt raus. Und ich glaube, wir haben einfach eine Terrasse aus unserem Gaming-Zimmer. Kommen wir auf eine luxuriöse Terrasse. Wie cool. Niemals ist da ein Fernseher. Ich glaub's ja nicht. Ich will nie wieder raus aus dem Zimmer. Schlafzimmer haben wir natürlich noch nicht genug. Deswegen entsteht hier das mittlerweile dritte Schlafzimmer in unserer Mansion, weil man weiß ja nie. Ein weiteres Bett. Und damit können 8 Leute in der Mansion übernachten. Und mit diesem offenen Zimmer ist unsere dritte Etage fertig. Das heißt, jetzt geht es tatsächlich um die 4. Etage, Freunde. Und ich frage mich, wie viele Etagen diese Supermansion hier noch haben wird. Okay, zack. Der Boden ist das nächste. Hier haben wir wieder Wände. 150.000 Dollar für ein Dach. Junge, Junge. Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Raum hier noch fehlen soll. Ein weiteres Schlafzimmer. Oh mein Gott, das ist der Master Bedroom. Was? Wie cool ist denn bitte dieses Bett hier gerade? Wir können uns einen Schrank kaufen. Computer. Hier haben wir einen Kamin. Eine Terrasse. Hier hinten ist einfach noch eine Terrasse. Oh mein Gott. Was ist das denn bitte für ein geiler Master Bedroom? Hier vorne ist unsere Ankleide. Die ist einfach mal riesig. Da können wir noch mehr Klamotten reinmachen, glaube ich. Dann haben wir hier vorne eine Dusche. Oh, eine Regendusche. Oh, irgendwie fehlt da gerade das Dach. Sonst werden wir die ganze Zeit von oben geduscht. Und das ist der fertige Master Bedroom. Wir können hier vorne jetzt noch ein bisschen was ausbauen, indem wir uns neue Fenster kaufen. So schaut das Ganze denn aus. Und uns fehlt noch die Treppe nach unten. Plus natürlich Lichter. Und auch hier kommen ein paar Lichter hin. Ein teureres Item hat es hier noch nicht gegeben. Und zwar den Helikopter. Der kostet nur schlappe 3 Millionen. Und die habe ich mir jetzt angespart. Von daher holen wir uns den Heli. Yeah. Oh mein Gott.
Wie cute sieht der denn aus? Das ist aber ein süßer Helikopter. Wir können damit sogar fliegen. Okay, möglicherweise weiß ich nicht, wie man fliegt. Ich werde es auf jeden Fall noch herausfinden. Schauen wir mal, ob noch irgendwas fehlt. Der allerneueste Bereich der Menschen ist der Keller. Der wurde erst kürzlich hinzugefügt und wir dürfen ihn jetzt errichten. Für nur 3.500. Relativ günstig. Bin sehr gespannt, wie es hier unten ausschaut und was die Sachen alle kosten. Können wir uns überhaupt irgendwas leisten? Das ist jetzt unser fertiger Keller. Wir haben hier hinten ein Aquarium mit wunderschönen tropischen Fischen. Mega schön. Dann haben wir hier als nächstes ein Gaming Room, einen zweiten quasi, aber mit Arcade-Spielen, also diesen komischen Spielerautomaten, Sitzsäcken und was auch immer das hier ist. Hier vorne haben wir einen Billardtisch und ein Auto, was sich im Kreis dreht. Und als letztes eine eigene Bibliothek, in der wunderschöne Musik gespielt wird. Das ist sie also, unsere Megamenschen. So sieht das Ganze aus, wenn man reinkommt. Das ist unsere hauseigene Bowlingbahn. Eine der schönen Sitzecken. Die Küche. So schaut's aus, wenn wir am Pool chillen. Hier sind wir nachts am Feuer. Das ist unser Gamingzimmer. Der Master Bedroom. Der Master Bathroom. Und so schaut unsere Villa von hinten aus. Das war's hier mit unserem Mega-Villa Tycoon. Leute, als nächstes können wir ein Strandhaus bauen. Das wird bestimmt auch richtig cool. Ich glaube, einige sind sogar schon dabei. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Dieses Video hier hat 3 Stunden gedauert, um das aufzunehmen. Also lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.